Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und du kennst es bestimmt auch, du hast Stress im Studium, weißt nicht, wie du die ganze Stoffmenge und die ganze Fülle an Lernstoff in dein Gedächtnis bekommst und das Ganze stresst dich und du fühlst dich wirklich richtig gestresst, dann habe ich in diesem Video 5 coole und richtig gute Tipps für dich, wie du weniger Stress in deinem Medizinstudium haben wirst. Ja, und im Folgenden wundere dich bitte nicht, wenn jetzt nochmal Feli zu sehen ist. Dieses Video ist vor ihrem Ausstieg entstanden und ich dachte, das sind so coole Tipps, die möchte ich dir oder euch nicht vorenthalten. Deswegen gibt es jetzt noch trotzdem das Video, auch wenn Feli ja nicht mehr dabei ist. Ich wünsche jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und möglichst wenig Stress im Studium. Mach's gut! Hallo ihr Lieben, schön, dass du da bist bei diesem Video. Ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus und in diesem Video bist du genau richtig, wenn du keinen Bock mehr hast auf diesen krassen Stress im Medizinstudium und wenn du einfach entspannter durch dein Medizinstudium gehen möchtest. Ich werde dir nämlich heute 5 Tipps dazu an die Hand geben. Und ja, das ist ja auch so ein Thema, was bei mir einfach sehr stark da war in meinem Medizinstudium, dass ich einfach über viele Jahre mich insgesamt super gestresst gefühlt habe, unter Druck gefühlt habe und selbst auch unter Druck gesetzt habe. Deshalb habe ich mich jetzt auch nochmal gefragt, als ich mir Gedanken gemacht habe, welche 5 Tipps ich dir an die Hand gebe. Was hätte ich meinem früheren Ich mitgegeben? Was hätte ich meinem früheren Ich geraten? Und ja, auf Instagram habe ich auch eine Umfrage gemacht, ob euch das Thema interessiert, Stress im Medizinstudium, sich überfordert fühlen und ja, dieses Thema, wie kann ich entspannter durchs Medizinstudium gehen? Und ich glaube, 98% oder so haben angegeben, ja, auf jeden Fall, mich interessiert dieses Thema. Und ja, ich freue mich, weil mich interessiert es auch mega, dieses Thema. Und ich freue mich total, dir da jetzt was mitgeben können zu diesem Thema. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit Tipp Nummer 1. Ja, und Tipp Nummer 1 ist eigentlich gar nicht so sehr ein Tipp, ja, irgendwas, bei dem du irgendwas jetzt groß tun kannst, sondern eigentlich eher eine Erkenntnis und ja, eher was, womit ich dich jetzt abholen möchte, erstmal zu Beginn dieses Videos. Und zwar, das habe ich auch schon in meinem letzten Video, in dem Video gesagt, Medizinstudium, worüber niemand spricht. Und zwar möchte ich dir jetzt als ersten Tipp mitgeben, du bist nicht alleine. Manchmal glauben wir ja, wir sind irgendwie die Einzigen, denen es so geht und die anderen, ja, bei denen läuft irgendwie alles super, sieht zumindest von außen alles super aus. Und ich kann dir aber sagen, du bist nicht alleine. Also ich habe es ja selber erlebt in meinem Medizinstudium und ich habe dann auch nochmal ein paar Freundinnen gefragt, also ehemalige Kommilitoninnen, wie es denn für sie eigentlich rückblickend war. Ja, ob sie sich auch irgendwie überfordert gefühlt haben oder an ihre Grenzen gekommen sind, gerade in der Physikumsvorbereitung. Also das war zumindest bei mir, ich glaube, die krasseste Zeit im Medizinstudium, so von der Stressbelastung her. Und ja, und auch meine ehemaligen Kommilitoninnen haben gesagt, ja, es war super intensiv und genau, wir haben dann so drüber gesprochen und uns ist dann auch so bewusst geworden, dass, wenn man irgendwie Menschen fragt, die es jetzt schon geschafft haben, ja, wenn du vielleicht mit Medizinstudenten aus höheren Semestern sprichst, dann bekommt man irgendwie manchmal vielleicht so Antworten wie, ach so, naja, Anatomie, ja, schaffst du schon, geht schon, Physikum, ja, geht schon, schaffst du schon, ein zweites Staatsexamen, ja, das, was weiß ich, und drittes Staatsexamen, ja, das, da kommt dann sowieso jeder durch und keine Ahnung, dann bekommt man, vielleicht kennst du es auch, manchmal Antworten, die es so scheinen lassen, als wäre das mega easy alles und als würde man das alles ganz, ganz locker meistern, ohne dass es irgendwie ein Problem für einen sein könnte oder so. Und also, was mir dann auch bewusst geworden ist, auch im Gespräch da mit meinen Freundinnen, ist, dass wir manchmal
wenn wir Dinge hinter uns gebracht haben, eine total andere Perspektive auch drauf haben. Ja? Weil dann haben wir es ja geschafft, dann ist es hinter uns. Und dann tun wir uns leicht zu sagen, ja, schaffst du schon. Und genau solche Menschen, und vielleicht gehöre ich da auch manchmal dazu, dass ich so spreche über irgendwas, was ich geschafft habe, keine Ahnung. Genau, aber auch solche Menschen, die dann so ja, über Herausforderungen sprechen, als wären sie gar nichts, als wären sie easy und ja, wären sie überhaupt kein Problem gewesen. Auch solche Menschen hatten krasse Herausforderungen. Und manchmal tendieren wir dazu, das einfach irgendwie zu verdrängen oder zu vergessen. Genau. Und stellen das dann vielleicht ein bisschen anders dar im Nachhinein, wenn wir es schon geschafft haben. Genau. Also ich hoffe, du verstehst, was ich dir damit sagen möchte. Ja, selbst wenn dir irgendwie Medizinstudenten aus dem höheren Semester sagen, oh, das war ja total, ja, das Semester, das schaffst du schon. Ja, es kann sein, dass auch diese Menschen ihre Herausforderungen hatten. Und genau, du bist nicht alleine. Das ist der erste Tipp, das ist das, was ich dir da mitgeben möchte. Es gibt so viele, denen das auch so geht. Und ja, wenn du magst, kannst du, wenn du das Bedürfnis hast, wenn du gerne mal, ja, dich mit anderen austauschen würdest, dann kannst du dich auch gerne anderen Menschen öffnen. Vielleicht auch Medizinerfreundinnen, Medizinerfreunden, bei denen du das Gefühl hast, oh, ja, mit denen könnte ich mal mein Herz ausschütten, weil es kann einfach so gut tun. Und wenn wir selber unser Herz ausschütten, dann kommt so oft irgendwie Liebe auch zurück und Verständnis und Mitgefühl und auch, dass andere Menschen auch mit uns was teilen, was wir vorher vielleicht gar nicht gedacht hätten. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Tipp Nummer 2. Und Tipp Nummer 2, was ich dir einfach ja, sehr ans Herz legen kann, ist, dich ja, neben dem Studium ja, mit dir selbst zu beschäftigen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und dich selbst auch zur Priorität zu machen. Weil, also das habe ich bei ja, vielen Kommilitonen von mir beobachtet, das habe ich bei mir selber beobachtet, dass wenn so viele Anforderungen an uns herangetragen werden, wie in dem Medizinstudium, was wir da alles lernen sollen, optimalerweise für die Klausur, dass wir dann manchmal anfangen, ja, uns selbst an die allerletzte Stelle eigentlich zu stellen und den Lernstoff und die Prüfungen und was weiß ich, das, was wir erreichen wollen, die Noten, die Prüfungsergebnisse, keine Ahnung, dass wir das irgendwie an allererste Stelle stellen und dass wir uns dabei vergessen oder eben ganz hinten anstellen. Und ja, also aus meiner heutigen Perspektive kann ich dir das einfach ans Herz legen, dich selbst zur Priorität zu machen. Du bist einfach du und dass es dir gut geht und dass du gesund bist, das ist einfach das Allerwichtigste. Und dann ist es scheißegal, auf Deutsch gesagt, was, ja, welche Prüfungsergebnisse du hast oder ja, wie die Klausuren ausfallen oder ob du eine Klausur bestehst oder nicht. Und genau, da wieder die Perspektive wieder zurechtzurücken und zu sehen und dich mal zu fragen, was ist wirklich wichtig? Ist es wichtig, dass du da jetzt alles 100.000-prozentig gut lernst und vorbereitest für die Klausur und dann da die 1 hast? Oder ist es dir wichtiger, wie es dir eigentlich geht? Wie ja, deine Gesundheit, wie du, mit welchem Gefühl du lebst und mit welchem Gefühl du durch dieses Studium gehst? Und es ist manchmal vielleicht nicht leicht, ja, diese Priorität wieder auf sich selber zu setzen, gerade weil es vielleicht viele um einen herum anders machen. Aber es kann so, so gut tun und ein großes Stichwort ist da auch Selbstliebe. Ja, also du kannst es entweder so machen, an deiner Selbstliebe arbeiten und dann
im nächsten Schritt dich automatisch mehr um dich kümmern oder du machst es andersrum. Du fängst an, dich mehr um dich zu kümmern und entwickelst dadurch mehr Selbstliebe. Und ich finde, das ist einfach was unglaublich Wichtiges. Okay, das war Tipp Nummer 2, dich mit dir selbst zu beschäftigen und dich selbst zur Priorität zu machen und das, wie es dir geht und deine Gesundheit. Und ja, auch mal Nein zu sagen. Dazu kommen wir aber später noch bei einem späteren Tipp. Okay, Tipp Nummer 3, super wichtig. Ich glaube, gerade bei uns Medizinern, den Perfektionismus ablegen. Und ja, vielleicht musst du jetzt auch schon lachen oder so grinsen. Genau, also ich glaube, viele von uns Medizinern haben einfach einen Hang zum Perfektionismus und das ist auch vollkommen in Ordnung und das ist manchmal einfach super, super wertvoll und super gut, ja, Dinge wirklich richtig genau und richtig gut machen zu können, gerade später im Arztberuf, ja, je nachdem, in welcher Fachrichtung man dann landet oder welchen Weg du für dich wählst. Und ja, gleichzeitig finde ich es einfach super wichtig in diesem Alltagsleben, ja, in dem Medizinstudium und auch in den anderen Lebensbereichen, wo der Perfektionismus nicht nötig ist, ihn zurückzuschrauben und loszulassen. Und ich kenne das von mir selber, ja, ich in meinem Medizinstudium, ich wollte irgendwie dann auch alles perfekt machen und ja, habe mich beim Lernen irgendwie reingehängt, habe dann noch hochleistungsmäßig Basketball gespielt, wollte da irgendwie auch noch perfekt immer sein und dann auch noch in anderen Bereichen, ja, in Bezug auf meinen Körper, den perfekten Körper haben und das ist einfach brutal anstrengend, sich in so vielen Bereichen unter Druck zu setzen. Und vielleicht erkennst du dich da in dem einen oder anderen Punkt wieder. Und genau, jetzt können wir uns auch mal fragen, warum machen wir das eigentlich? Also warum ist dieser Perfektionismus da? Aus meiner Sicht und Erfahrung heraus ist er da, weil da was dahinter steckt. Und zwar eine Angst, nicht gut zu sein oder nicht gut genug zu sein, so wie wir sind. Ja, diese Angst, boah, eigentlich bin ich so, wie ich bin, gar nicht so, bin ich nicht genug, bin ich nicht gut genug, bin ich nicht, ja, so wie ich bin ich nicht gut. Und was machen wir dann, wenn wir das unterbewusst tief drinnen irgendwie glauben? Dann versuchen wir im Außen alle möglichen Dinge irgendwie gut zu machen und richtig zu machen und Anerkennung zu bekommen und perfekt zu sein, um uns durch diese Dinge im Außen vermeintlich im Inneren ein Gefühl von, oh, ich bin wertvoll, ich bin gut, so wie ich bin, holen zu können. Was nicht funktioniert. ja, weil Perfektionismus, ja, es funktioniert einfach nicht. Durch Dinge im Außen irgendwelche Gefühle da reinmachen zu wollen. Und deshalb kann ich dich gerade bei diesem Thema, wenn du wirklich merkst, boah, das stresst mich eigentlich nur, dieses, oh, ich immer alles perfekt machen wollen und dann jedes Detail vielleicht beim Lernen auch nachgucken zu wollen. Und wenn du sagst, boah, ich würde das irgendwie gern überwinden, ich würde gern entspannter leben, dann kann ich dir wirklich ans Herz legen, dich damit mal auseinanderzusetzen mit deinem Selbstwert und diesen Selbstwert wieder zu entdecken und zu entdecken, dass du wertvoll bist und dass du gut bist, so wie du bist, egal was im Außen ist, egal wie viel du gelernt hast, egal wie viel du weißt, egal welche Prüfungsergebnisse du hast. Wenn dich das Thema genauer interessiert, dann kannst du auch voll gerne mal in meinem Podcast Anders Denken, Anders Fühlen heißt der. Den findest du überall, wo es Podcasts gibt, also hier auf YouTube kannst du es einfach eingeben. Beziehungsweise ich verlinke ihn dir auch in der Beschreibung, aber auch auf Spotify, iTunes und anderen Podcast-Apps findest du den. Und
In diesem Podcast habe ich auch eine Podcast-Folge veröffentlicht, nee, schon mehrere, zum Thema Perfektionismus, wie du ihn loslassen und überwinden kannst. Und wenn dich das Thema interessiert, wenn du da sagst, boah, ja, das wär einfach so befreiend, wenn ich nicht so diesen Zwang hätte, irgendwie alles perfekt machen zu wollen und perfekt sein zu wollen, kannst du da voll gerne mal reinhören. Wie gesagt, ich verlinke dir mal die Folge oder die Folgen zu dem Thema unten in der Beschreibung. Kommen wir zu Tipp Nummer 4, wie du entspannter durch dein Medizinstudium gehen kannst. Und diesen Tipp finde ich unglaublich wichtig und den habe ich lange Zeit so gut wie gar nicht beherzigt. Und dieser Tipp ist, hör auf dich. Hör auf dich, auf das, was dir gut tut, auf das, was du brauchst. Und wenn du merkst, es ist mir gerade irgendwie alles zu viel, ich brauche eine Pause, ich will einfach mal irgendwie mal nichts machen, ich will einfach mal entspannen, dir das dann zu erlauben. Ich weiß noch, in meinem Medizinstudium, ich war so immer in diesem Machen und Tun und eine produktive Sache nach der anderen machen und dann das noch erledigen und das leisten und ich war da so drin und habe mich da natürlich irgendwie auch gestresst gefühlt super oft, dass ich mir irgendwie einfach nur ersehnt habe, einfach mal da zu liegen und nichts zu machen. Und irgendwie dachte ich aber, es geht nicht, weil ich gedacht habe, ich muss erst irgendwie meine To-Do-Liste abarbeiten. Und erst wenn die To-Do-Liste leer ist oder wenn im Außen scheinbar mal nichts ansteht, dann könnte ich das machen. Und das ist natürlich nicht wahr. Und ich kann dich einfach einladen, wenn du merkst, du brauchst zum Beispiel eine Pause, dir eine Pause zu nehmen. Oder du kannst ja auch mal ein Urlaubssemester nehmen oder zwei oder einfach mal ein Jahr nichts machen. Es ist ja möglich. Also es gibt super viele Möglichkeiten und unser Verstand redet uns dann manchmal irgendwie ein, aber es geht doch nicht und alle anderen machen es doch auch, die kriegen es doch auch hin und dann kann ich doch jetzt nicht das und das machen und ich möchte dich einladen, mutig zu sein und zu dir zu stehen und zu dem, was du merkst, das jetzt dran ist. Und wenn du merkst, bist einfach total irgendwie gestresst und bräuchtest eigentlich irgendwie mal ein paar Monate einfach nichts tun, dir das dann zu erlauben und es zu machen, egal was die anderen machen, egal was die anderen vielleicht sagen oder denken könnten. Und ich finde, das ist so wichtig auch. Also ich meine, gerade wenn du irgendwie später dann, wenn du dann Arzt sein wirst, ja, als Ärzte, wir sind ja irgendwie dann ja auch Vorbilder für andere Menschen und ich finde das so inspirierend, auf sich zu hören und dann, oder du kannst dir mal überlegen, wie findest du das bei jemand anderem, wenn du das siehst, dass jemand auf sich hört und Nein sagt zu Dingen, die vielleicht jeder andere oder die vielleicht andere erwarten um einen herum oder die die Gesellschaft vielleicht erwarten würde. Wie findest du das, wenn jemand sagt, oh nee, ich merke eigentlich gerade, ich brauche jetzt mal das und das und deshalb mache ich das jetzt so und so, auch wenn es jeder andere anders macht. Boah, und wenn ich sowas sehe, ich finde es super inspirierend einfach. Und wenn ich sowas sehe, dann ermutigt mich das, auch auf mich zu hören und zu sagen, der hat eigentlich recht oder die hat eigentlich recht. Also für mich fühlt sich das richtig an, auf sich zu hören. Und das passt auch wieder zum zweiten Tipp, dich selbst zur Priorität zu machen und das, wie es dir geht und deine Gesundheit. Und ja, genau, das war Tipp Nummer 4, auf dich hören, hör auf dich und deinen Körper und dein Gefühl, was,
Was sagt dein Körper? Was sagt dein Gefühl? Genau. Dann kommen wir last but not least zu Tipp Nummer 5. Und Tipp Nummer 5 ist jetzt nochmal ein bisschen anders als die anderen Tipps. Und genau, aber ich dachte, die muss ich auch noch mit reinpacken. Und zwar ja, sind wir ja bekannt bei Happy Hippocampus als die Lernexperten. Und was mir auch geholfen hat, entspannter durchs Studium zu gehen, gerade in der Klinik dann, als ich angefangen habe, mit Gedächtnispalästen so richtig zu lernen, im großen Stil auch. Ja, das hat mir einfach auch, hat mir echt geholfen, entspannter durchs Studium zu gehen und einfach weniger Zeit am Schreibtisch zu verbringen und weniger Zeit lernen zu müssen. Und die Zeit, in der ich gelernt habe, mit mehr Freude lernen zu können und mit mehr Spaß und mit mehr Kreativität. Und deshalb ist mein Tipp Nummer 5, wende Gedächtnistechniken an. Lerne mit Gedächtnistechniken. Vor allem mit Gedächtnispalästen. Und ganz viele Gedächtnispaläste haben wir schon für dich gebaut und in Form von Merkvideos verpackt. Vor allem hauptsächlich zur Biochemie derzeit und zur Anatomie. Und alle unsere Gedächtnispaläste findest du in unserem Online-Lernpaket. Den Link findest du in der Beschreibung. Also wenn du dir massig Zeit und Nerven sparen möchtest beim Lernen, dann kannst du da mal voll gerne vorbeischauen. Und genau, für die Themen, für die wir jetzt noch keine Videos haben, kannst du dir aber auch voll gerne selber Gedächtnispaläste und Merkhilfen bauen. Und ja, warum hat mir das so viel Zeit erspart und warum hat es mir geholfen, entspannter durchs Studium zu gehen? Ja, zum einen, weil das Lernen halt mehr Spaß macht. Es ist irgendwie cooler, sich coole Geschichten und Szenen und Paläste auszudenken, als sich den Stoff einfach trocken irgendwie reinprügeln zu wollen, was ja oft sowieso nicht so wirklich toll funktioniert, beziehungsweise zumindest nicht langfristig funktioniert. Und zum anderen musste ich dadurch, dass ich Gedächtnispaläste verwendet habe, viel weniger wiederholen. Und das hat mir einfach super viel Zeit gespart, gerade in der Vorbereitung aufs zweite Staatsexamen und auch dann natürlich in der Vorbereitung aufs M3, also aufs dritte Staatsexamen. Da, genau. Klar, da habe ich mir zum Teil auch nochmal neue Gedächtnispaläste gebaut, aber ich hatte ja viele Gedächtnispaläste schon und habe die dann halt einfach nochmal wiederholt und habe mir da auch einfach super viel Zeit und Nerven gespart. Deshalb kann ich dir das echt auch ans Herz legen, wenn du entspannter durchs Studium gehen willst, dir Zeit sparen möchtest, beziehungsweise mehr Zeit wieder für dich haben möchtest, für die schönen Dinge mit Gedächtnistechnik, mit Gedächtnispalästen vor allem zu lernen. Genau. Und wir versuchen dich da möglichst gut zu unterstützen, eben mit unseren Merkvideos, die wir für dich erstellen. Ja, ich hoffe, diese 5 Tipps haben dich inspiriert, helfen dir weiter, jetzt selbst entspannter durch dieses Studium zu gehen. Und ich kann dir sagen, also aus meiner Sicht, es ist möglich. Ich glaube nicht, dass ein Medizinstudium unbedingt super stressig sein muss, sondern es ist eine Frage, wie man das Ganze betreibt. Und ich wiederhole noch mal ganz kurz die 5 Tipps, einfach nur mal als Wiederholung. Und zwar war der erste Tipp, du bist nicht alleine, ja, wenn du dich gestresst fühlst, wenn du dich mal überfordert fühlst. Es gibt so viele, denen es auch so geht. Tipp Nummer 2, beschäftige dich mit dir selbst und mach dich selbst zur Priorität. Nicht den Lernstoff, nicht die Noten. Und Tipp Nummer 3 war, leg den Perfektionismus ab und erkenne, dass du wertvoll bist und dass du nicht erst dadurch wertvoll bist, dass du irgendwas perfekt machst. Tipp Nummer 4, ganz wichtig, hör auf dich, hör auf deinen Körper, hör auf dein Gefühl. Und last but not least, Tipp Nummer 5, lerne mit Gedächtnistechniken. Ja, vor allem die Gedächtnispaläste kann ich dir da empfehlen. Schreib mir gerne jetzt in die Kommentare, was du mitgenommen hast aus diesem Video für dich. Würde mich voll interessieren. Kannst gerne auch deine Tipps noch reinschreiben, was dir hilft, um irgendwie entspannter durchs Medizinstudium zu gehen.
Und falls du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, gerne abonnieren, das Glöckchen klicken, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ein neues Video für dich hochgeladen. Ich wünsche dir jetzt ja, ein tolles Medizinstudium, bei dem du möglichst gechillt und entspannt durchgehst.